Hallo, ihr Querlinge. Saboteur Dringil ist unterwegs in den Außenbezirken von Melmouth, hat sich in der letzten Episode hier umgeschaut. Hier ist irgendwie was ganz Komisches. Das ist eine Kartenanomalie, nehme ich an. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist hier ja tatsächlich ein Geheimversteck. Das könnte auch sein. Das muss ich mir nochmal anschauen. Aber erstmal geht's hier runter. Ich habe hier zwei Treppen nach unten. Geh mal runter. Ich nehme an, die sind beide unterirdisch verbunden. Und so groß ist es vielleicht nicht. Brennender Keller? Wieso schneit's? Oder was? Das regnet es denn hier? Oder ist das Asche? Brennender Keller. Auch ganz schön hoch. Hier brennt's. Evakuierung. Ich bin nur um euer Wohl besorgt. Ihr müsst hier raus. Ehrlich, Leute, ihr müsst hier raus. Kommt raus. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das wird hier jetzt evakuiert. Ich bin behördlich hier dazu ermächtigt, das hier zu tun. Gebt mir all euer zaubergewebtes Garn. Die wollen ja alle nicht hören. Da kam ich her. Nee, da kam ich gar nicht her. Was sind das? Ja, doch, da kam. Ach, hier geht's ja wieder hoch. Ja, ja, alles klar. Ich hab's verstanden. Hier. So, hier könnte es bröckelnde Wände geben. Obacht. Alter Wein, der ist vielleicht richtig teuer. Auch dieser Raum wird evakuiert. Ich bin nur um euer Wohl besorgt. Wenn ihr hier artig seid und rausgeht, dann werde ich euch auch nicht die Galle essen. Ich hoffe, ihr tut dasselbige auch mit Dringi. Ah, hier, haha. Geheimversteck-Alarm. Ich hab's doch genau gewusst. Hier, sogar hinter einem Regal. Bröckelnde Mauer. Da, im brennenden Keller, der offenbar hier verbunden ist miteinander. Ja, das dachte ich mir, ja. Was finde ich da? Kann man das Ding hier... Kann man nicht. Aber man kann hier reingehen, in einen geheimen Geheimraum. Oh, da ist jemand eingemauert worden. Ich komme auch nicht näher ran hier. So richtig. Also da liegt einer. Und da ist eine Kiste. Man sieht es halt nur so in der Transparenz. Ja, hier kann man nichts machen. Hinterm Regal ist aber auch schon ein bisschen versteckter als normal. Ganz viele dicke Kinder. Dicke Kinder und brabbelnde irgendwas zuerst. Brabbelnde Magier. Ja, ja, du ach, du bist ja. Ach, du bist ja ein Besonderer. Ach so. Sag das doch. Schwarze Legion, Ruf. Ich weiß nicht, wer das war. Das war irgendeiner, der wichtig war. Das war ein Bossmonster sogar. Krass, krass, krass. Hat aber nichts Besonderes liegen lassen. Mühsam ernährt sich der Grimdorn-Spieler auf der Episode... Nein, auf der Schwierigkeitsstufe normal. Weg! Also hier geht es vielleicht in den anderen Teil darüber. Deswegen bleibe ich erstmal auf der Hälfte. Ba, 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 ba. Was ist denn los? Vermisst ihr euer Bällebad oder was? Ich kann euch ein Stachelbad anbieten. Was ist denn mit dir los? Guck mal da, Stachelbad. Okay, ist nicht so schön wie Bälle, aber es ist, man kann auch drin baden. Zwar nicht lange, aber es geht eine Weile. Ah, hier. Dravis Brief. Das ist doch was für... hier. Liebe einer Schwester, genau. Werde ich mal gerade mal durchlesen. Moment mal. Dravis Brief, wo kann der denn sein? Hier. Kann man den lesen? Naja, man kann ihn als Maus überlesen. Also, Dravis Brief. Liebe Schwester, mir fehlen schon wieder die Worte. Warum trotzt du deinem eigenen Blut? Warum lässt du deinen Bruder im Stich, wenn ich so nah an der Wahrheit bin? Aber es spielt keine Rolle. Ich werde es schon aus seinem sterbenden Vater herausbekommen. Mit oder ohne dich. Wenn du das liest, kommst du wieder zu spät, denn ich habe mich wieder dorthin gewagt, wo es die Toten nicht wagen, wo sich das Blut der Lebenden mit dem Meister vereint. Die Zeit, sich mir anzuschließen, ist vorbei, Dayla. Kehr um, denn da, wohin ich gehe, kannst du mir nicht folgen, Dravis. Ach, immer diese Typen, die dann irgendwelche Pakte eingehen.
Man möchte ihnen, während sie das tun, auf die Finger hauen und sagen, dummer, dummer Junge. Tu's einfach nicht. Hör auf deine Schwester. Man sollte freilich nicht immer auf seine Schwester hören, aber in solchen Belangen dann eher doch. Hier geht's jetzt nicht hoch. Das wäre ein anderer Abstieg. Die Keller sind alle unterirdisch verbunden. Bin ich jetzt einmal rundherum? Na, fast. Ich glaube, hier könnte noch was sein, was ich kaputt machen kann. Aber leider nicht. Doch hier. Was ist denn das da? Überrest eines Kampfs. Hier war ich ja schon. Und hier auch. Ah, hier. Kisten über Kisten. Ja, genau. So. Also, ich denke mal, die Hälfte hier oben habe ich ganz gut abgegrast. Nur ein kleines Versteck gefunden. Aber das heißt ja nicht, dass hier unten nicht noch ein zweites ist. Oh, ich habe verachtet. Ätherischer Vortrupp ist also eine andere Fraktion als die Ätherischen? Das ist ja interessant. Moment. Ich habe doch die Ätherischen. Und dann gibt es den Ätherischen Vortrupp. Oder den Ätherischen, die bei dem verheerenden Ereignis, das jetzt Grimdorn genannt wird, das Kaiserreich der Menschheit zu Fall brachten, gab es jene, die sich zuerst jenseits des Schleiers wagten. Jene, die die Vorboten der Zerstörung der Menschheit wurden. Sie waren die Ersten, die Erolans Reihen infiltrierten. Die Ersten, die die unwissentlichen Menschen manipulierten, um ihre eigenen Städte und Regierungen zu untergraben. Nun verbreitet dieser ätherische Vortrupp seinen schädigenden Einfluss vor den Ruinen, die einst stolze Leuchtfeuer des gefallenen Kaiserreichs waren. Doch all dieses Blutvergießen war lediglich der Anfang ihrer Machenschaften. Durch die ätherischen Fleischformer lauern abscheuliche, neue Schöpfungen in den Tiefen von Melmoth. Was auch als nächstes kommen mag, es kann durchaus das Ende des Widerstands der Menschheit bedeuten. Ja, okay, gut, das hier, das hier zu erreichen war jetzt nicht so schwierig. Das hier ist schwierig. Nemesis. Das heißt, ich sammle jetzt hier in Melmoth gar keine Punkte für die ätherischen, sondern ich sammle hier unten Punkte. Das ist nicht so schön, weil ich die ätherischen ganz gern auf Nemesis gehabt hätte. Aber es liegt mir auch noch irgendwie. Das hier ist kein Ätherkristall, den man kaputt machen kann. Schade. Da ist doch noch was. Natürlich ist da was. Das war nur so ein Übergangskeller hier. Und was ist hier? Dynamit. Warum gibt das Spiel mir dort Dynamit? Warum gibt das Spiel mir Dynamit an die Hand? Das ist die große Frage. Einfach so oder hat das einen tieferen Sinn? Hier brabbelnde Kinder. Sie motzen herum, weil sie kein Bällebad haben. Aber gleich kommt der Bademeister vom Stachelbad. Ah, hier geht's durch. Moment mal. Ne, hier geht's nicht durch. Hier ist in meiner Spielesession ist hier Ende. Ja, ja, ich komme gleich. Das Stachelbad wird angeheizt. Es soll ja auch schön warm sein. Nicht nur stachelig. Guckt mal. Ja. Ist es schön? Ich finde, es ist schön. Ätherischer Koloss wieder. Auch du kannst baden gehen. Es ist genug Stachelkram für alle da. Aber die brabbelnden Kinder waren jetzt gar nicht dabei. Wie schade. Was ist hier los? Igitt? Was auch immer das war. Hier was dahinter? Nö.
Das habe ich dann gleich alles hier. Viel kann es nicht mehr sein, aber hier an der Ecke kann es auch noch ein geheimes Versteck geben. Vielleicht. Da! Stachelbart! Guck mal! Zufrieden? Auch du kannst baden gehen. Ätherisches irgendwas. Kein Geschimpf und Gebrabbel mehr. Die Kinder sind glücklich. Hier geht's hoch. Und hier geht's runter. Das hier stinkt nach Geheimverstecken. Ganz, ganz, ganz gewaltig. Aber nichts da. Schade, schade, schade. Kinderchen, da, Stachelbart. Und auch für eine größere Gruppe. Kein Problem. Wie schön diese Klingenfalle ist. Oh. Oh, so nicht, Digga. Wo kamst du her? Gehüpft. Wer ist denn hier und macht mir hier so viel Schaden? Gibt's doch wohl gar nicht. Kein Geheimversteck? Nein. Auch nicht hier. Schade, das riecht doch fast danach. Und ruft doch fast danach, aber nein, da ist nichts. Hier vielleicht? Letzte Chance? Nee, das ist ja auch zu klein fast schon. Nö, dann war's das hier mit dem Keller, dem brennenden Keller. Da oben muss ich noch hin. Die Essensration brauche ich eigentlich fast gar nicht. Kurzer Check. Ja, das ist der brennende Keller. Das Geheimversteck war hier. Und hier in der Mitte, ja. Aber da habe ich halt nichts gefunden. So, jetzt mal gerade das Ablichten für meinen Guide der Geheimverstecke, damit ich da eine Karte basteln kann. So, das sollte reichen. Dann, Dringil, geh mal hoch. Ich schaue mir nochmal da oben diese eine ganz komische Stelle an, die ich da gefunden hatte. Hier hinauf. Und zwar die Stelle finde ich irgendwie komisch. Dreh dich mal um. Wo kommt der denn eigentlich her? Ist ja unglaublich. Komm, geh weg. Also, ich habe hier das Phänomen, dass ich da unten da so eine Blockadestelle habe. Das kann natürlich einfach nur ein Kartenbug sein. Es kann aber auch ein absichtlicher oder unabsichtlicher Hinweis darauf sein, dass man da unten irgendwie hinkommt. Und das hieße, man müsste hier über diesen Spalt drüber. Was ja eigentlich nur hier geht, wenn es überhaupt geht. Hier. Da geht's aber nicht. Oder kann ich das Ding hier kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Ich sehe hier hinten auch nichts, dass ich angrabbeln kann. Das ist ein Zeichen dafür, dass man da nicht hin muss. Also werde ich im Moment denken, dass das einfach nur ein Kartenbug ist. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich hier über diesen Spalt rüberkommen sollte. Nö, dann ist das vermutlich gar nicht. Das ist natürlich ein Haus, klar, aber ich komme hier halt nicht rüber. Das hat nichts zu sagen, denke ich mal. Und hier sieht man ja, da ist dieser Graben, da kommt man da hinten auch nicht rüber. Das wäre sehr, sehr, sehr verwunderlich, wie das gehen sollte. Gut, dann würde ich mit Melmoth weitermachen. Also wenn ich mich ja täusche, ihr wisst Bescheid, dann mal ja, Tipp geben. Ich wollte jetzt mal geradeaus gehen am Rift Gate. Ja, vorne rechts und dann links. Irgendwo müsste ich ja dann an eine Stelle kommen, wo es nicht weitergeht, weil ich ja angeblich durch irgendwelche Kanäle schleichen soll. Was ist denn los hier?
alle ausgekotzt. Oh, hier ist das ein Geheimversteck. Weiß ich nicht so genau. Erstmal hier. Was offensichtlich wegmachen. Also hier ist eine Mauer. Da kann man reinlaufen. Und hier hinten ist die Wand kaputt. Nee, das ist gar nicht wahr. Da kommt man einfach... Ja, man kommt hier aber nicht weiter. Nee, das ist kein Geheimversteck. Wie komme ich denn da hoch? Also hier rein. Ich muss hier oben drüber, über die Brücke. Hier geht's gar nicht weiter. Hier kann man drüber gehen. Ja, das geht. Irgendwie. Genau da. Auch ihr dürft gerne ins Stachelbad. Cannot kill me, klar. Guck mal, ganz einfach. Nicht fleißig genug zu Ketone gebetet. Oder warst du ein Ätherischer? Nee, du warst ein... Du warst ein Ketonier. Glaube ich. Weil die Ätherischen, die haben doch keine Erzmagier. Oder haben die Ätherischen Erzmagier? Oder allgemeine Magier? Ich bin mir gar nicht sicher. Ihr seid Äther-Typen. Äther-Fraktion. Jetzt bin ich da hochgelaufen und geht's da in den Bereich, jawohl. Äther-Fraktion, hallo, hier ist der Bademeister, Stachelbart. Eure dicken Kinder, die lieben es. Wir hören dann auf zu plärren. Scheint ihnen sehr zu gefallen. Gong! Ah, Stufe 75. Wie schön. Na komm, Tölchen. Du kriegst auch noch eine Behandlung. So, gleich mal hier Punkte vergeben. 2 Punkte auf Einbruch der Nacht. Einen kann ich dann noch, weil ich gerade ein Ding trage, was mir überall einen Punkt mehr gibt, als man eigentlich machen kann. Fertig. Halt, da will ich gar nicht hin. Das hier ist dann schon wieder eigentlich außerhalb Melmouths hier gewesen. Hi! Legt euch hin. Oh, Moment mal. Ah ja, das ist der richtige Weg. Okay, ich komme hier raus. Was ist denn hier oben? Moment mal, nee, nee. Oder doch? Hier kann ich hier. Ach, hier kann ich im Kreis laufen. Aha. Dann laufe ich auch erstmal im Kreis. Alle Ecken erkunden. Na gut, hier kann nichts sein. Das würde man ja sehen. Ja. Hat mich nicht weitergebracht. Jetzt geht's hier den einen Weg hoch. Mehr ist da gar nicht. Ach, Krabbis! Hi! Wow! Ist da ein Böser dazwischen? Ein besonders Böser? Weil diese große Aura gerade, die war ja beeindruckend. Aber nein. Nix. Nochmal hallo, Krabbis. Ich kann auch Fernkampf. Verfluchte Krabben. Wer verflucht Krabben? Das fragt man sich ja. Hier ist das Wasser so tief, da kommt man nicht rein. Hier unten. Jetzt komme ich wieder in irgendwelche Sümpfe und irgendwelche Außenbezirke zurück. Also Außenbezirke vom Außenbezirk, meine ich. Hahaha, hallo. Wow. Geheimversteck-Alarm, ich finde was Schönes. Einen versteckten Schatz und 2 Leichen, oder zumindest eine. Und zwar da, Außenbezirke von Melmouth. Da kann man langlaufen. Krass. Schön, das gefunden zu haben. Es gibt Glutsteinträter, die kenne ich aber schon. Geht's noch weiter? Nee.
Gemein, gemein, gemein. Das war Zufall, dass ich da lang gelaufen bin. Leiche? Was ist das? Ach, hier ist das Abwasserrohr. Ach so, hier soll ich rein mit dem Kollegen Ulgrim. Der wollte doch mitkommen, richtig? Klar wollte er mitkommen. Und dann hier oben ist Malmaus und ich komme halt nicht über die Brücke. Ich muss dann durch die Außenbezirke hier unten durch und dann komme ich da oben irgendwie hin. Ah, ich verstehe. So langsam wird ein Schuh draus. Aber das mache ich nicht mehr in dieser Episode. Die ist zwar noch nicht so super lang, aber ich behalte das mal oder ich, wie sagt man? Ich halte das mal zurück. Genau. Ich halte das mal zurück für das nächste Episödchen. Weil jetzt bin ich erstmal mit Malmaus Außenbezirk durch. Oh, hier. Und ich werde jetzt die restliche Episode noch nutzen, um noch ein paar Kopfgeldquesten für die Schwarze Legion zu zeigen. So, 3 oder 4. Da habe ich nämlich noch ganz viele offen. Ich will hier raus. Weil es hier ja erstmal jetzt abgehakt ist mit den Außenbezirken von Malmaus. Genau, so sehen die aus. Jo, wenn ich hier noch irgendwelche Geheimverstecke nicht entdeckt habe, ich habe hier irgendwo eins gefunden, glaube ich. Hier eins. Aber das stinkt ja danach, dass hier noch mehr wäre. Dann sagt mir mal Bescheid. Hier unten kommt man irgendwie nicht rein. Meiner Ansicht nach. Und jetzt schaue ich mal auf meine Liste, welche Kopfgeldquesten von der Schwarzen Legion ich noch nicht gemacht habe. Beziehungsweise welche ich schon gemacht habe. Und dann sehe ich ja dann am Kopfgeldtisch in Fort Icon, welche neu wäre. Und dort geht es dann jetzt gleich weiter für euch. So, hier geht's weiter in Fort Icon. Da gibt's ein Kopfgeld, da heißt es: Die Legion bittet um Unterstützung beim Sammeln feindlicher Informationen. Ketons Kult ist vom Blut von Keton besessen. Die Legion möchte diese Flüssigkeit genauer untersuchen. Die Übergabe eines Bluts von Keton wird mit Materialien aus dem Lager der Legion entschädigt. Annehmen, das ist dann Blut von Keton, sammle Blut von Keton. Habe ich das dabei? Habe ich das mal gefunden in letzter Zeit? Tatsächlich. Okay, habe ich dabei. Gut. Und liefere das Blut von Ketone beim Kopfgeldtisch der Schwarzen Legion ab. Na dann. Gib 300 Ruf, schön. Und ballistische Rüstungsplatte. Schließen. Das nächste, was ist das? Korpus. Habe ich noch nicht gemacht. Also, die Legion bittet um Unterstützung bei einem vorrangigen Ziel. Korpus, ein gefräßiger Ghoul, behindert unsere Bemühungen bei der Nekropolis. Wenn wir den Kult aufhalten wollen, muss diese Bedrohung sofort vernichtet werden. Bring diesen Ghoul in seine Versteck zur Strecke, in der schwarzen Grabkammer. So, das kenne ich. Ich glaube, den habe ich da schon mal gekillt, aber ohne die Quest zu haben. Deswegen mache ich mich mal auf den Weg in die schwarze Grabkammer und dort geht's dann für euch gleich weiter. So, ich habe ihn. Der Herr mit Stern hier. Das war's schon. Ist ja auch eine Akt 4 Kopfgeldquest. Das kann ja nicht so schwer sein. Das würde mich jetzt überraschen, wenn ich hier Probleme hätte. Och Mensch, Leute. Das ist alles gut. Das war also Korpus. Der ist in der schwarzen Grabkammer. Da geht's rein. Der Eingang ist bekanntlich in der Nekropolis. Und dann geht's mal zu... Geht's mal zurück nach Fort Icon. Sie haut mich, diese Geistertussi. Der Kopfgeldtisch wartet und meine Belohnung, vor allen Dingen auch mein Ruf. So. 400 Ruf und einmal geweihte Bandage. Noch irgendwas Schönes? Bane Gargoth. Habe ich schon gemacht. Fleischverformten Trolle. Moment. Das scheint neu zu sein. Also, die Legion bittet um Unterstützung beim Umgang mit der Bedrohung durch die fleischverformten Trolle. Die Eliminierung der fleischverformten Anführer ist für den Erfolg unserer Truppen in der Region unerlässlich. Okay.
Töte die fleischverformten Anführer. Das würde ich gerne wissen, wo das eigentlich ist. Die gibt es hier auch irgendwo hier unten in dieser komischen Region außerhalb von Fort Icon. Aber ich bin mir nicht sicher, dass ich da hin soll. Ich mache mich mal auf die Suche und wenn ich solche Typen habe, den dritten, dann kommt ihr dazu. Jetzt wollte ich euch gerade dazu nehmen und dann war es schon passiert. Also fleischverformte Trolle gibt es auf den Ebenen der Zwietracht. Die heißen fleischverformter Trollanführer. Sind ein bisschen größer als die normalen Typen. Kann man hier ganz gut finden. Ihr seht ja, ich bin jetzt nicht weit durchgelaufen, immer am Rand lang. Und da hatte ich hier oben schon drei. Ich dachte, das war der zweite und den dritten habe ich gar nicht gesehen. Danke, Baum. Aber passt schon. Das ist nicht so besonders gewesen. Deswegen mal zurück nach Fort Icon. Und dann gebe ich die Queste noch ab. Dann wieder mal drei Schwarze Legion Kopfgeldquesten gezeigt. Zack. 800 Eisen und 200 Ruf. Der Ruf bei den Ätherischen leidet darunter, aber ist okay. Jo, und damit ist meine Aufnahmesession und damit auch diese Episode zu Ende. Und weiter mit meinem guten Freund Ulgrim, der mit mir gemeinsam durch irgendwelche Kanäle in den Außenbezirken von Melmouth kriechen möchte, um in der Kanalisation nach Überlebenden zu suchen. Ja, damit geht es dann halt weiter im nächsten Teil. Bis dahin.